Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten und zweiten Episode des Manchester City Karrieremodus. Wir sind am Start und heute geht es weiter und wir starten rein in die Barclays Premier League. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ihr habt Transfervorschläge gemacht, darauf werde ich auf jeden Fall in dieser Episode noch eingehen. Aber erstmal gucken wir uns das wunderschöne FIFA 17 Stadion an und gehen ins Training mit unserem Team. Vorher haben wir noch ein Angebot für Gael Clichy und zwar von Crystal Palace. Ist zwar ein Liga-Rivale, aber keiner ernst zu nehmen da. Deswegen verlangen wir da mal ein bisschen mehr als Marktwert und dann könnten wir den abgeben. Wollten wir ja eigentlich auch, weil wir Kolarov behalten wollen. Wir haben bekanntlich Otamendi verkauft an Arsenal und wir wollen richtig kranken Karrieremodus mit richtig kranken Spielern, die ihr Potenzial im Idealfall alle erfüllen. Richtig gute Ergebnisse, abgesehen von Sterling. Hier alle A, einmal B bei Stones, der auch im Rating steigt und ein F halt, wie gesagt, bei Sterling. Und jetzt zeige ich euch mal, welche Spieler ich auf der Liste habe. Und glaubt mir, es würde euch gefallen. Unser Kader würde damit nochmal perfekter werden und das sind die Spieler: Tobi Alderweireld, Chris Smalling, Rafael Varane, José Gaya, Juan Bernat, Sergio Busquets, Thiago und Joshua Kimmich. Das ist das Team, was wir eventuell ja quasi holen, beziehungsweise das sind Spieler, die wir zum Team dazu holen wollen. Offensiv haben wir keinen Bedarf. Ich werde Aguero nicht verkaufen. Ist für mich mit der beste Stürmer der Welt und auch Lewandowski möchte ich nicht holen. Ich will nicht zu viel von Bayern einkaufen. Rechts haben wir mit Sané einen guten Spieler. De Bruyne ist da auch eingeplant. Links haben wir Sterling, Nolito erstmal, den wir nicht verkaufen können. Da sind wir auch gut besetzt. Ihr Nacho als Ersatzstürmer. Das heißt, wir müssen ins Mittelfeld gucken und da haben wir einmal David Silva, der noch ein bisschen spielen wird, aber dazu noch Gündogan und einen Sechser, den wir holen wollen. Thiago könnte dann so ein bisschen schon mal David Silva Konkurrenz machen. Joshua Kimmich wäre eher für die Rechtsverteidigerposition als auch natürlich als Rotationsspieler fürs zentrale Mittelfeld geplant. Das sind so meine Ideen. Bei Gaia und Bernat warte ich noch die Scout-Berichte ab. Ich könnte mir aber beide, muss ich sagen, sehr gut vorstellen und Innenverteidigung, ich tendiere momentan zu Rafael Varane, weil wir ja krass spielen wollen. Auch wenn wir hier nicht Guardiola heißen, können wir trotzdem ein bisschen Guardiola-orientierte Transfers machen, denn wir sind halt bei City und wir wollen ein bisschen in die Realität auch anknüpfen, beziehungsweise an die Realität anknüpfen. Ich habe jetzt Angebote gemacht für Alderweireld, dazu noch für Varane, für Thiago und für Busquets. Beim Linksverteidiger warte ich ab, bei Kimmich warte ich auch den Scout-Bericht ab und Smalling wäre die absolute Notlösung, weil das Spiel bei United und eigentlich, nee. Leverkusen möchte nicht so viel für Sané ausgeben, schade. Spielerverkauf, Jesus Navas hat uns verlassen, geht zum FC Everton und wir bekommen 11 Millionen nochmal dazu. Barcelona und Bayern haben abgelehnt, was vollkommen verständlich ist, weil ich habe nur Marktwert geboten. Aber schauen wir mal, was wir da nochmal rumkommen können. Man weiß vielleicht, ich bin kein großer Fan von Sergio Busquets, aber wir brauchen einen Sechser und der ist einfach so ein Bulle, einer der besten Sechser, wirklich defensive Mittelfeldspieler der Welt. Und deswegen hätte ich den ganz gerne, zumal auch Spanier so gut in die Premier League passt. Das Leihangebot werden wir ablehnen, weil ganz ehrlich, zu Real Madrid, nee, höchstens zu Castilla. Gaia sieht schon mal sehr gut aus, 80er Rating, 21 Jahre alt, hat 16 Millionen Marktwert, wir bieten mal 17 für den Anfang. Bakary Sagna wechselt und wir haben hier schon nochmal Transferangebot inakzeptabel von Tottenham und von Real. Real möchte 62 Millionen für Varane, das ist natürlich eine ganze Menge, wenn ich 35 geboten habe, ich gehe mal auf 45 hoch. Und jetzt schauen wir natürlich direkt auch nochmal, was denn Tottenham für Alderweireld möchte, 58 Millionen, auch da gehen wir auch auf 45. Und da haben wir die erste richtig geniale News, der FC Bayern hat das Angebot für Thiago akzeptiert, 42,5 Millionen. Dem unterbreiten wir natürlich direkt mal ein Vertragsangebot und hoffen, dass er das annehmen wird. 5 Jahre wichtiger Stammspieler, 160.000 Gehalt pro Woche. Bernat hat 79, ist ein bisschen älter als der Kollege Gaia, aber ich will eigentlich Bayern auch nicht leer kaufen, auch wenn ich Bernat persönlich nochmal eine Runde cooler finde. Wir versuchen es mal mit 10 Millionen, ist eigentlich viel zu wenig, aber er ist sporadischer Spieler, vielleicht klappt es ja. Und Kimmich, den neuen Goalgetter, wollen wir ganz gerne haben. Auch er ist nur sporadischer Spieler, total unrealistisch, aber von mir aus sehr gerne. Mbolo macht einen Doppelpack, Schalke führt 4:0 gegen Gladbach. Was ist das denn? Aber Sterling steigt, nachdem er letztes Mal ein F hatte. Das ist doch wiederum gut. Und das ist doch mal richtig genial. Angebot akzeptiert sowohl von Tottenham für Tobi Alderweireld, den wir aber eventuell gar nicht haben wollen, nur wenn Varane absagt. Und Thiago hat das Angebot akzeptiert. 160.000, 5 Jahre, wichtiger Stammspieler. Komm her, mein Junge, 5-Star-Skills im Band. Und jetzt geht's hier richtig ab. Gael Clichy ist verkauft an Crystal Palace. Real Madrid akzeptiert das Angebot für Rafael Varane, wo wir jetzt mal ganz schnell hier eben Vertragsangebot rausklatschen werden für den absolut genialen Innenverteidiger, den französischen, das französische Supertalent so gesehen. Barcelona hat akzeptiert 55 Millionen für Sergio Busquets. Das ist auch ideal. Damit bekomme ich meinen Wunsch-Sechser auf jeden Fall schon mal. Der wäre wichtig für die erste Mannschaft. 87er Rating nochmal ganz verbessert das Rating. Und dann haben wir ja gut Bayern inakzeptabel und auch Valencia inakzeptabel. Habe, aber ganz ehrlich, 29 Millionen sind mir deutlich zu viel. Gaia, da würde ich eher Bernat nehmen. Bayern, das ist für Kimmich und den wollen wir auf jeden Fall haben, den wollt ihr auch extrem gerne sehen und da zahle ich auch gern ein bisschen mehr. Training, 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 meine Freunde, und dabei kommt Folgendes raus: ein A bei I her, Nacho und B bei Sterling, C, ein C und ein D, ist in Ordnung.
Oh, Freunde, das wird hier immer besser. Sergio Busquets nimmt an und auch Valencia akzeptiert das Angebot für José Gaya. 21 Millionen waren es jetzt, glaube ich, die ich für den spanischen Linksverteidiger geboten habe. Das ist doch super einfach nur. Ich habe in der letzten Episode gelesen, dass ich ein bisschen negativer geworden bin. Dass ich früher Lieblings-YouTuber bei einer Person war und dass ich jetzt negativer geworden bin. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich bin doch top drauf. Und jetzt auch noch Raphael Varane. Und damit haben wir den nächsten Top-Transfer an Land gezogen. Und der Junge kommt von Manchester City zu Manchester City. Und zwar von, ja richtig, Real Madrid. Geiler Transfer. Angus Gunn können wir an Palermo verleihen. Auch schön. Aber das Spiel ist natürlich fraglich, aber deutlicher als bei uns. Und Aleix Garcia, der wird bei Grimsby Town auf jeden Fall spielen. Und wir haben noch ein Transferangebot. Und zwar für Kelechi Iheanacho. RB Leipzig möchte den haben. Gar nicht so unrealistisch, aber nie im Leben. Circus. Wir haben weitere Angebote, die angenommen wurden. José Gaya würde kommen und Bayern hat akzeptiert für Juan Bernat. 15 Millionen, das sind 6 weniger als für Gaya. Und ich würde fast schon sagen, dann nehme ich den. Aber ich weiß es noch nicht genau. Er würde wichtiger Stammspieler tatsächlich sein hinter, oder beziehungsweise mit Kolarov, der noch ein bisschen dann spielen könnte. Und Gaya hätte akzeptiert, aber ja, der wird halt weniger gehalten. Ja, aber ist halt auch teurer. Fehlt ja eigentlich nur noch Kimmich. Dann machen wir das doch einfach mal. Der FC Bayern akzeptiert 20 Millionen für Joshua Kimmich und wir bekommen den nächsten Wunschspieler, den nächsten richtig genialen, talentierten Spieler. Das ist doch einfach nur richtig herrlich. Und weil es der Rivale von meinem Lieblingsteam ist, von Newcastle United, gehen wir mit absoluter Top-Elf in dieses Spiel gegen den FC Sunderland, gegen die Black Cats. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich in-game wieder mit welcher Elf. Seid gespannt. Beim Rest der Episode gibt es ein paar soundtechnische Probleme, weil Outer City sich aufgehängt hat und dementsprechend nicht aufgenommen hat, weswegen ich den Webcam-Sound nehmen musste. Verzeiht mir, aber ich dachte, es ist live besser als nachkommentiert und deswegen starten wir rein. Los geht's. Da sind wir im Etihad Stadium, Premier League gegen den FC Sunderland, AFC Sunderland, wenn man genau sein möchte. Ausverkauftes Haus, erstes Spiel der Premier League. Ich hab Bock, herrlich. Spielerdebüts beim FC Manchester City. Warum FC? Ich weiß es nicht. 55 Millionen auf Busquets gezahlt, der spielt, 52 für Varane und der spielt auch. Und hier sehen wir ihn, Sergio, the power, Busquets. City mit Bravo, Zabaleta als Kapitän, Stones, Varane, Kolarov, Busquets, Gündogan, dazu David Silva, Kevin De Bruyne, Sergio Kun Agüero und Raheem Sterling. Das heißt, eine sehr junge Innenverteidigung, aber dafür routinierte Außenverteidiger. Der AFC Sunderland mit Pickford, Manquillo, Kone, Gilo Boggi, Fananholz, Lee Catamole auf der 6er Position. Davor Kirchhoff und McNair, Borini, Kasri und Jermaine Defoe in der Sturmspitze. Die Teams schwören sich ein und wir dürfen einen Spieler gar nicht unterschätzen. Das ist Jermaine Defoe. Der ist vielleicht nicht mehr so unfassbar gut wie früher. Aber auch der kann mit einer Chance das Spiel entscheiden und das dürfen wir nicht zulassen. Kevin Friend ist der Schiedsrichter und damit jumpen wir rein. Auf geht's. Wir schnüren ihn in den ersten Minuten schon ganz gut ein. Kevin De Bruyne durch den Tunnel, die Flanke in die Mitte flach und dann wird geklärt von, ich weiß nicht wem, aber Eckball. Gündogan auf De Bruyne abgewehrt, Agüero kommt ran, auf der Linie geklärt von Manquillo und von wem noch? Wer war der Keeper? Ich weiß es nicht, aber es gibt sowieso irgendwie Foul. Nach dem Eckball jetzt eine Kontergelegenheit über Raheem Sterling und der ist natürlich viel schneller als die Defensive vom FC Sunderland, auch schneller als Kone, aber Agüero läuft da schlecht, läuft doch gut, Sergio Agüero und der Abschluss nicht so stark, Pickford ist da. Oh, die erste Gelegenheit da für Sunderland, ich weiß nicht, durch wen, ich glaube durch Lee Catamole, aber das Ganze immerhin einigermaßen abgewehrt. Oh, Bravo muss eingreifen, John Stones klärt wieder Bravo mit der Faust. Und jetzt fahren Arnold und es gibt Freistoß nach dem Foul. Ich glaube an Bravo, das war ganz gefährlich. Schöner Ball auf Zabaleta, gute Flanke. Agüero kommt nicht ran, aber da steht Gündogan. Das Ganze abgewehrt von Kone. Wir sind am Drücker, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die halt offensiv mit einem Schuss theoretisch das Tor machen können, wie gerade eben. Zabaleta, schöne Balleroberung auf Sergio Kun Agüero. Bisher noch nicht auffällig, aber vielleicht erstmal mit seinem Tempo vor Bayern der Verteidigung. Schöner Sprung, Sergio Agüero, 1:0. 39. Minute, das erste Tor mit Manchester City im Karrieremodus und es wird erzielt durch unseren Topstar, durch Sergio Kun Agüero. Springt über die Grätsche von Kone, das ist eine Klasse. Oder es war Gilo Boggi wohl eher und dann der Abschluss an Pickford vorbei, der da nichts machen kann. Mit dem Außenriss durch die Beine vom ranrutschenden Manquillo. Wunderbar, herrlich. Busquets, wunderbare Balleroberung. Jetzt ist natürlich hier Sunderland ein bisschen verunsichert. Ball in die Spitze, Agüero ist zu schnell zurück auf Sergio Busquets. Busquets! 2:0! Erstes Spiel für Busquets, erstes Tor für Busquets. Das ist mal eine Rarität. Die Balleroberung von ihm selbst und dann schön gespielt. Agüero ist schneller als Gilo Boggi direkt zurück auf Busquets und die Kraft ist zu groß, sodass der Ball nicht abgewehrt werden kann. Als Sechser normalerweise gar nicht seine Kernkompetenz, aber das natürlich wunderbar so.
Oh, De Bruyne und Sterling, sehr auffällig in der Anfangsphase auch. Die machen das bisher richtig, richtig gut. Zurück auf Sergio Busquets, der in den 16er auf Ilkay Gündogan. Und da ist Sterling. Schade. Wir hatten unseren Struggle in der Anfangsphase, aber jetzt ist Halbzeit und wir führen 2-0. Das läuft richtig, richtig gut bisher. Die Fans können zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit muss jetzt natürlich genauso weitergehen. Wir wollen am besten noch 2-3 Tore schießen. Schöner Ball von Agüero auf Silva und der kommt nicht zum Abschluss, aber das war sehr, sehr gut gemacht von unserem Argentinier. Oh, wunderbares Tackling von Varane. Damit bringt der Agüero wunderbar ins Spiel. Und jetzt da außen, wer ist denn das? Wer ist denn das? Das ist Kolarov natürlich. Und er kriegt einen Freischuss im einen. Natürlich eine gute Position für ihn selber, unseren Serben. Der bringt den rein und da steht, ich weiß nicht wer, aber der Ball wird nicht mehr gefährlich. Schade. Der erste Wechsel für uns im Amt als Manchester City Coach. Ich bin jetzt übrigens auswärts in Stoke. Cold, rainy afternoon vielleicht. Mal schauen. Aber der Wechsel lässt sich auf jeden Fall sehen. Ein Spanier geht raus und der andere kommt rein. Debüt bei uns für Thiago Alcantara. Mal sehen, was der bewirken kann. Schön von De Bruyne raus auf Sterling. Perfekte Ballannahme. Sterling kommt nicht zum Abschluss. Schade. Mittlerweile kann sich Sunderland gar nicht mehr befreien. Jetzt Agüero auf De Bruyne an der 16er Kante. Kann natürlich nicht direkt schießen, aber gehen wir nochmal außen rumlegen zurück auf Pablo Zabaleta. In der Mitte steht Thiago, Thiago, Thiago! Schade. Der zweite Wechsel im Mittelfeld ist mittlerweile passiert. Ihr habt ihn gerade am Ball gesehen. Yaya Touré ist jetzt drin und zwar für Gündogan. So, Kolarov. Jetzt ist keine Bewegung gerade da. Jetzt Thiago. Oh, Ballverlust im Mittelfeld gegen Kirchhoff, seinen ehemaligen Teamkollegen. Aber holt sich schön wieder. Und angeblich ist das ein Foul. Naja. Und nochmal vielleicht eine Konterchance über Raheem Sterling. Das ist sehr, sehr gut gegen Gilo Boggi. Er ist schneller als der Senegalese, der ehemalige Bremer. Und es gibt jetzt einen Eckball. Mal sehen, was wir daraus machen können. Kolarov, vorhin habe ich drin gesehen nach der Ecke von De Bruyne. Schade, wäre schön gewesen. Iheanacho mittlerweile eingewechselt auf Touré. Der auf De Bruyne, der kommt nicht ran. Schade, das 3-0 will wohl nicht mehr fallen. Nein, will es nicht. Es bleibt beim 2-0. Ein guter Saisonauftakt auf jeden Fall für Manchester City. Sehr dominante Partie gegen den AFC Sunderland. Da sind die beiden Trainer nochmal beglückwünschen sich gegenseitig. Wir sind wieder sehr nachdenklich, aber können eigentlich zufrieden sein, denn wir haben Sieg geholt und wir haben gleich mal zwei schöne Tore gesehen. Einmal vom Neuzugang Busquets und einmal von Sergio Kun Agüero. Und der wird Torschützenkönig werden und das wollen wir natürlich auch. Kein Einsatz für Leroy Sané, aber vielleicht im nächsten Spiel. Das gibt's dann auch erst in der nächsten Episode. Zunächst einmal leihen wir Pablo Maffeo an QPR aus. Sterling aus dem Training raus, Varane kommt rein, Diaz steigt auf 66 und ich glaube, der ist immer noch 17, das ist krass. Ach, Iheanacho steigt auch, das ist wunderbar. Ein Angebot für Fernando flattert rein und zwar von Tottenham, aber die sind direkter Konkurrent, also ein bisschen mehr müssen sie schon berappen dafür. Bei denen würde er ja bekanntlich Paulinho beerben und jetzt haben wir ein Angebot für Brahim Diaz und den Leimer aus an Ipswich schauen, da wird er definitiv Spielpraxis bekommen mit seinen 17 und 66, krank. Juan Bernat hat das Angebot akzeptiert. Die Frage ist jetzt nur, holen wir Bernat oder holen wir José Gaya? Das ist wirklich gar nicht mal so einfach. Ich weiß es noch nicht, aber ihr könnt es mir definitiv mal in die Kommentare schreiben. Dann machen wir das in der nächsten Episode, die am Samstag kommt. Also, ich werde eine Umfrage auf Insta oder Twitter machen. Das heißt, da lohnt es sich vorbeizuschauen. Aber passenderweise als letztes kommt noch das Angebot für Joshua Kimmich, das akzeptiert wurde von ihm, Vertragsangebot. Und damit, ui, was ist das denn jetzt, sind wir um einen weiteren geilen Spieler reicher. 20 Millionen und dafür holen wir den Jungen vom FC Bayern München. Komm nach raus zu Pep, beziehungsweise komm zu mir. Mittlerweile haben wir die Option nicht mehr für geil, aber können einfach ein neues Vertragsangebot machen. Und warten mal ab, was ihr in den Kommentaren so schreibt. Beziehungsweise in der Abstimmung so sagt. Kimmich ist jetzt erstmal für Touré auf der Bank. Das heißt, wir haben Touré quasi raus, aber der kann ja Rechtsverteidiger. Vielleicht packen wir Zabaleta früher oder später raus und dann Kapitän. Auf links werden wir demnächst noch dazu einen Kolarov nicht mehr zwingend als Stammspieler haben. Da haben wir dann eventuell Bernat oder Gaya. Ich freue mich auf die nächsten Episoden und ich hoffe, ihr euch auch. Wenn euch diese gefallen hat, ich bitte euch nochmal, lasst einen Daumen nach oben, da ist ganz, ganz wichtig für diese Serie. Checkt die Links in der Beschreibung zum Merchandise, zu IGVault und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.